Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Banjo-Kazooie Grundys Rache. Ich habe die letzten 5 Noten gefunden und wie ihr schon seht, ich bin eine Maus, denn ich habe es in der Sandburg vergessen. Ja, ich dachte, ich hätte alle. Nämlich voll fies und 5er Bündel und eben weil es dieser Bündel ist und diesen komischen beigen Untergrund hat, sieht man die erstmal nicht, ja? Voll fies. So, ich glaube hier rechts, guck mal da, erkennt man voll nicht. Und, zack, 100. Gut gemacht, Banjo. Du hast alle 100 Noten eingesammelt. Das ist der neue Rekord. So, jetzt haben wir ja alles, oder? Oh yeah. 100% und so. Weil tatsächlich... Der Matschhaufen hatte nur 2 Kinder. Na dann. Oder der Scheißhauf. Der Scheißhaufen hatte nur 2 Kinder. Warum speede ich schon wieder? Das muss ich mit aufhören. So. Aua. So, zurückverwandeln und raus aus der Welt. Ich nehme mal kurz eine Abkürzung. Der Banjo sich wandelt. Yo. Ein Bär. So. Jetzt haben wir die Welt voll komplett. Und raus hier. Oh, so ein Dreck. Naja, egal. So, ach ja, hier können wir jetzt... Oh, ah. Mal eben den so. Und schon der letzte? Nee. Können wir hier ja hin? Autsch. Sprung! Kazooie, willst du mich eigentlich wieder komplett verarschen? So. Gaff. Gaff. Yeah. Oh, das war schlecht. So. Wo können wir noch hin? Da kann man nicht hoch. Das erkennt man voll nicht. Und ist voll fies. Nein, spring! Was war das? Egal. Was war das? Wie Garrus sagen würde. So, mal gucken. An der äußersten Kante muss ich stehen. So. Oh, 99 Noten. Wie fies. Irgendwo fehlt mir noch eine Note. So ein Mist. Das ist voll fies. Oh, wie gemein. Eine Note. Ey, kommt. Kann nicht euer Ernst sein. Ich mache jetzt mal ein bisschen Overworld erforschen. Wow, das war knapp. Ah, ich weiß, wo die ist. Ich weiß doch, wo die letzte Note ist. Genau, da kommen wir noch gar nicht ran. Da kommen wir jetzt ganz zum Schluss hin. Das war bei diesem Feuer da, bei Gruntis Bude. Geil, dann haben wir es schon so gut wie alle. Also hier unten irgendwo. Nicht hier. Jetzt muss ich mal ganz nach unten gehen, ey. Aua. Hey, das hat das Swag. So, mein... Und da ist ja auch der letzte Jinjo. Kann ich eigentlich eine... Tatsächlich, ich kann es nicht. Ich kann es nicht mehr, Leute. Aua. So haben wir die Feuereier, die wir jetzt in der letzten Welt kriegen. Geil. Und ich habe jetzt noch die Eiseier. Wow. Alter, voll das Frame-Loch irgendwie. Hm, kann man das so sagen? Wie scheiße. Langsam wie das abschießt, ey. Ah, letzter Jinjo. Die Jinjos sind wieder vereint. Deine Blume wartet. Ja, wissen wir schon alles. Geil. Und die letzte Note.
macht Banjo alle Noten eingesammelt, ist ein neuer Rekord. So. Ist es auch mit Zeit? Ja, tatsächlich. Dann ist das erst später wichtig, denn hier kommen wir noch nicht hin. Das ist doch alles dumm. Habe ich alle? Nein, nein, nein. Ich brauche noch eine Puzzle-Teil und so, voll krass und so. So. Achso, ja klar, das fehlt dir noch. Du hast alles Spiral. Oh, nein, der hat was gesagt. Nein. Sag es nochmal. Ah, du hast alle Spiral Mountain Jinjos befreit. Vielleicht können sich die Jinjos hier niederlassen, wenn Grunty endlich besiegt ist. Ja, das können sie. Ganz toll. So, letzte Welt öffnen. Du hast genug Puzzles gesammelt, um den Weg zur Frostfabrik zu öffnen. Ich werde dir den Zugang öffnen. Bitte bring dieses Puzzle zum Altar. Und lass mich weiter mein Heroin spritzen. Meine Güte. Alles voll die. Weiß ich auch nicht, was es ist. Alle sind ja leicht drogenabhängig. Ich kann mir ja auch nicht erklären, wie das Spiel sonst entwickelt worden ist. Rare, ey. Rare ist so geil. Ich meine, was haben die geraucht, als die Conker's Bad Fur Day gemacht haben? Meine Güte. Aber das Spiel ist gleichzeitig so genial. Wegen seines abgrundtief schwarzen Humors. Aber seiner trotzdem traurigen und ernsten Botschaft. Ja, ja, ja. Das hier ist aber einfach nur Banjo. Total langweilig. Nein, Quatsch. So, ich gehe nochmal ganz schnell in die letzte Welt. Und dann, ach Quatsch. Ich will Part beenden, genau. Muss ich noch lange nicht. Ich habe doch erst fünf Minuten. Nee, oder? Ich bin total scheiße. 7 Minuten habe ich. Also habe ich noch 8 Minuten. Und 4 plus 8 ist 12. Also habe ich bis... Oh. Zwölf noch Zeit. Warte mal ganz kurz. Entschuldigung, Leute. Mein Vater ist gerade durch die Tür gekommen. Und bevor er noch irgendwie in mein Zimmer kommt oder so, und irgendwelche Scheiße labert, ich will lieber mal kurz noch... Da war ein Ausrufezeichen dran. Verdammt! Naja. So, auf zur Frostfabrik. Die Mucke. Okay. Oh mein Gott, jetzt kommen die fetten Yetis hier. Soll ich ihr nämlich auch noch? Kann man nicht irgendeinen von denen sogar kaputt machen? Und hier drauf laufen, weil ich glaube es... Okay. Da muss ich jetzt mal selber drüber lachen. Okay. Aber ich kann hier glaube ich drauf laufen, weil ich glaube es bringt uns so gut wie gar nichts. Kaltes Wasser. Ey. Komme ich nicht rauf, dann brauche ich wieder den Typi. Oh Gott, die Welt, ey. Nee. Ich weiß, dass sie sehr schwer war. Und halt genug? Jo. Du hast tatsächlich genug Noten gefunden. Ich traue meinen Augen nicht. Ich wette, das ist nicht das erste Mal, dass du dieses Problem... Heize Grunty tüchtig mit diesen Feuereiern ein. Oh, drücke im Alltag-Modus R, um die Feuereier auszuwählen. Und Feuer los. Danke, Tiaube. Wir probieren es gleich mal aus. Bis dann. So, jetzt haben wir schon die. Damit können wir schon Grundys Welt öffnen. Ich glaube, wir kommen erst rein, wenn wir hier den Zwischenboss besiegt haben. Das müssen wir, glaube ich, schon schaffen. Sonst wäre es dumm. Zack. Feuereier. Oh, da war auch wieder ein behindertes Minispiel.
Oh mein Gott, ein Wirbelsturm. Sag mal, kann ich eigentlich? Ja, tatsächlich, ich kann schon in die alten Formen wechseln. Jetzt schon ohne Mumbo-Schädel. Oder ohne Dingsschädel. Das ist gut. Ich bin kurz in einer Kerze. Ich habe nur eine Kerze. Wow. Aua. Aua. Ey. Oh, Alter. Das hier in Brand zu stecken. Oh. Ach, die sind oben drauf. Dumm. Okay. Wieder nach Hause. Für mehr Worte ist es gar nicht. Ich glaube, in der Welt muss man echt in alles nochmal verwandeln, ey. Was war oberkrank. So. Alles klar, komm ich einfach so hoch. Jo. Wow, man rutscht voll. Aua, Mann, ey. Ich bin hier vor in der Ecke. So, ich kann auch noch ein Minispiel machen und das ist richtig kacke. Das wärst du noch der nächsten Kandidat. Du kannst tolle Preise gewinnen, indem du den korrekt auf dem Steuerkreuz drückst. Je länger du B drückst, desto weiter wird der Haken fliegen. Sobald du loslässt, fange 12 Flüsse und lass die Krebse in Frieden. Ein Hals kann man nicht reparieren. Okay. Und das ist voll fies, man erkennt nicht, ob das ein Fisch oder eine Krabbe ist, ey. So gemein, Leute. Oh, guck. Das. Das ist einfach nur Trial and Error. Mit ganz viel Glück schaffe ich das jetzt. Tot. Das ist echt glücksabhängig. Okay, versuchen wir es nochmal. Ja, ein Herz kann man nicht reparieren, ich weiß schon. Und ich krieg gleich erstmal einen Krebs. Aua, Mann. Das ist echt so unfair, ohne Witz. Lol, den hab ich noch gekriegt. Ganz lame. Das Glück wird mir heute sein. Oh, das Glück ist mir echt heute. Heute. So, aua. Wow, wie viel wenig Zeit ich nur habe. Fies, wie wenig Zeit ich nur habe. Mehr Training, ey, leck mich doch am Arsch. Ah, jetzt wenigstens alle leben. Ey. Ja, ja, Fairness, nicht Logik. Logik ist ja noch okay. Nee, es war ein Fisch dabei. Oh, scheiße, komm. Es muss jetzt ein Fisch sein. Nein! Ey, wie gemein. Oh, na klar. Ich brauche nur noch einen Fisch. Und dann musste ich hoffen. Und das war ein Scheißkrebs. Oh, nee. Ah. Muss mit dieser Herr die Kiste werfen. Oh, wie fies, ey. Das ist ja nicht mal eiskalte Gerechtigkeit. Dass ich jetzt Gerechtigkeit gesagt habe, war Absicht. Ey. Ey, wie? Mann, ich krieg grad überhaupt gar keinen zustande. Heute sind wir Training. Hier, Stinkefinger hoch. Oh, leck mich. Mann. Ich hasse diese Angelspiele, ja? Die Rutschen sind schon schlimm genug. Aber das toppt echt nochmal alles. Besonders, wenn man gar nicht erkennt, was nun was ist. Es gibt auch Vermutungen, dass die... Jetzt habe ich nur noch Pech. Dass manche schneller sind, aber... Das stimmt nicht. Ich schwimme echt 100% gleich. Das kann man so gar nicht erkennen. Das menschliche Auge kann das nicht erkennen. Komm. Ja!
Oh, das war Glück. Das war hervorragende Arbeit. Dein Preis war draußen auf dich. Das überrascht mich nicht. Das war mit dem Typen so klein, das kann man nicht mehr zum Eierlegen rausgehen. In der Kälte auch, ne? Na klar. Soll ich mal cool tun? Juhu! Doch, ich glaube, ich habe noch ein Leben. Ne, zwei. Ach Leute, ich muss den Part beenden. Hups, jetzt habe ich wieder übelst überzogen. Naja, egal. Das habe ich wenigstens noch geschafft. Leute, dann sehen wir uns hier im nächsten Part wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao.